Im Showroom des Innovationszentrums Connected Living an der Technischen Universität Berlin gibt es schon heute einen Vorgeschmack auf die CeBIT 2010 mit ihrem Leitthema Connected Worlds. Professor Shain Al-Bayrak und seine Mitarbeiter zeigen hier eine Wohnung, in der man den Backofen ganz bequem vom Sofa aus überwachen und steuern kann, über den Fernseher. Egal für welches Gerät, egal von welchem Hersteller. Die Bedienung für alle Geräte folgt dem gleichen Prinzip, das macht die Benutzung kinderleicht. Die Fähigkeit zur Vernetzung ist in den Geräten häufig vorhanden, nur funktioniert dies bisher noch nicht branchen- und herstellerübergreifend. Unsere Intention ist es, diese Geräte in Lösungen einzubetten, also einerseits ermöglichen, dass die Geräte untereinander kommunizieren können, relativ einfach kommunizieren können, dass sie vernetzt sind, und zweitens auf diese vernetzte Infrastruktur Lösungen aufzusetzen, die mit den Menschen interagieren können. So entwickelt zum Beispiel ein Gesundheitsassistent auch ein optimales Trainings- und Ernährungsprogramm für den Bewohner. Dieses steht dann nicht nur am Heimtrainer, sondern auch auf einem Display in der Küche zur Verfügung als Rezeptvorschlag inklusive der Einkaufsliste auf dem mobilen Endgerät. Damit von Connected Living sowohl Nutzer als auch Hersteller profitieren, ist das Ziel klar. Durch eine gemeinsame Plattform immer mehr Geräte integrieren und durch Vernetzung der Dienste neue Möglichkeiten schaffen. Das ist dank der herstellerunabhängigen und modularen Basistechnologie im Showroom ganz einfach möglich. Auf der CeBIT 2010 wird der Showroom als ein wichtiger Teil des Leitmotivs Connected Worlds in Halle 9 präsentiert. Der Besucher kann den Showroom selbst ausprobieren, aber auch erleben, wie das auf das Leben der Endverbraucher in der Zukunft sich auswirkt. Und der dritte Aspekt wollen wir nach vorne schauen, dem Verbraucher zeigen, was in die nächsten 5 Jahre auf sie zukommt. Wo geht das Ganze hin?